Hallöchen und weiter geht's mit Jurassic World. So, was machen wir als allererstes? Und zwar könnten wir hier erstmal die Lage checken. Was haben wir da für ein Dino? Und zwar haben wir hier einen Amphibien-Dino. Den werden wir erstmal ausbrüten. Wen haben wir da? Den Metriorhynchus. Okay, den können wir auf jeden Fall gut gebrauchen, weil die Wahl Enma haben wir auf 10, Enma auf 30. Und den pimpen wir jetzt natürlich auch erstmal auf, bis auf Level Nummer 10. So, dann haben wir das erledigt, können hier erstmal wieder zurückgehen. Dann könnten wir auch gleich mal hier die Lage checken, gucken, ob wir es hinkriegen. Bittere Aktion. Gut, okay, können wir nicht ändern. Dann bleibt es so, wie es ist. Eine halbe Stunde müssen wir uns nochmal gedulden. Aber ich würde sagen, wir werden erstmal hier rein gehen und werden erstmal gucken, ob wir hier noch ein paar ausbrüten können. Und zwar nehmen wir da einfach mal... dann nehmen wir den hier. Und zwar mal ein Meeressaurier, den Leptocelaidus. Okay, okay, okay. Den brüten wir aus. 10 Stunden, 19 Minuten dauert das. Den können wir aber auf jeden Fall megamäßig gut gebrauchen, weil die Wahl, den haben wir schon einmal am Start. Und zwar haben wir den hier auf Level Nummer 10. Dann können wir den evolutionieren und bis auf 20 pimpen, weil die Wahl, den brauchen wir auf jeden Fall im Monster der Untiefen-Event, weil die Wahl, hier seht ihr natürlich unsere Gegner und da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen was reißen, müssen uns auf jeden Fall ein bisschen was einfallen lassen, um hier den Kampf zu gewinnen. Von daher bin ich da dabei, meine Meeressaurier weiterhin zu pimpen. So, wie verfahren wir weiter? Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Schlachtaufbau, gucken uns den Gegner an, da haben wir Zyangopterus auf Level Nummer 40 am Start, da können wir natürlich nur mit einem Pflanzenfresser agieren, da würde ich aber einfach mal sagen, wir machen es so. Dann nehmen wir gleich mal den neuen Pflanzenfresser mit. Und dann nehmen wir gleich nochmal hier einen Pflanzenfresser mit, würde ich sagen. Und probieren es einfach aus, gucken, was geht. Aber ich denke schon, dass wir hier gute Karten haben, dass wir hier auf jeden Fall einen Sieg holen. Da bin ich eigentlich, naja, relativ sicher. Sagen wir einfach so, wir haben zwei Pflanzenfresser und haben auf jeden Fall extrem die Nase vorne. Von daher warten wir erstmal auf, warten wir erstmal ab, was der Gegner macht. Auf warten brauchen wir nicht, wir warten ab. So, er blockt erstmal hin, das ist erstmal gut für uns. Jetzt hat er drei Schläge, was macht er? Er hält nicht auf Sianze, das heißt für uns, wir werden erstmal zwei blocken und nehmen vier mit in der nächsten Runde. Warten ab, er blockt noch ihn, hat jetzt insgesamt fünf Schläge, glaube ich. Gucken, wie viel er blockt, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich würde sagen, wir gehen einfach mit aller Achte ruf und holen uns dann auf jeden Fall den Sieg. So, zwei blockt da, den Sieg haben wir in der Tasche. Ging auf jeden Fall ratzi-fatzi mit unseren Pflanzenfresser. Ich denke schon, dass wir da alle gut gemacht haben und alle richtig. Von daher passt es. Unser neuer Pflanzenfresser ist ja am Start und hat natürlich gleich mal den ersten Sieg geholt. Von daher passt es. Da haben wir ihn. Optisch cooles Vieh, finde ich auf jeden Fall mega gut. Von daher müssen wir den auf jeden Fall noch ein bisschen weiter pimpen. Ich weiß ja nicht, wer von euch hat den schon, den Ynysaurus oder so heißt der. Oh, das haben wir erledigt. Dann würde ich sagen, checken wir erstmal unsere gratis Wundertüte ab. DNS können wir immer gut gebrauchen. Hier haben wir noch einen Diplocaulus. Den brauche ich jetzt natürlich nicht ganz so wirklich, aber ist egal. Erstmal haben wir ihn, von daher passt es. So, was machen wir dann? Wir gehen auf jeden Fall nochmal in den Kampf. Können hier nochmal gucken, was wir hier noch für einen Gegner haben. Pflanzenfresser. Da brauchen wir auf jeden Fall einen Fleischfresser, um hier was zu reißen. Alter, was hat der denn drauf? Der ist auf jeden Fall richtig on fire, der Typ. Nehmen wir den auf jeden Fall mit. Und dann nehmen wir den hier noch mit, würde ich sagen. Und probieren es einfach aus, gucken, ob wir mit den Beinen packen. Das ist natürlich die Frage, weil die Wahl, unser Gegner hat natürlich richtig was auf Tasche. Von daher müssen wir mal gucken, was so je 255 Angriff hat er. Hat natürlich auch extrem mega krasse Verteidigungspunkte. So, aber Dude ist, das ist eigentlich wie mein Dummy, der obere Dino, sag ich einfach mal so, wie das ist, weil die Wahl, mit dem probiere ich jetzt einfach mal so viele Schläge wie möglich zu sammeln. Wenn er drauf geht, ist es mir egal. Mit zwei greift er an, reißt uns gleich mal auseinander. Wir haben noch fünf Schläge. Fünf mal zwei, vier. Können wir eigentlich komplett drauf gehen mit sechs Schläge, das machen wir auch. So, und dann haben wir den Sieg schon in der Tasche. Das ging auf jeden Fall richtig schnell für uns. Von daher ist alles mega gut, mega krass und mega geil. Den zweiten Kampf haben wir absolviert. Von daher können wir uns auf jeden Fall jetzt gleich nochmal den nächsten Gegner angucken. Gucken, was da so los ist, ob wir da noch eine Chance haben oder nicht. Werden wir sehen, müssen wir gucken. So, der dritte Kampf. Oh, ein Fleischfresser. Da können wir eigentlich mit einem Amphibien agieren. Da würde ich sagen, legen wir auch gleich mal los. Da nehmen wir als allererstes...
425. Dann nehmen wir den mit. Und nehmen dann noch den hier mit und probieren einfach mal aus mit zwei Amphibien. Da müssen wir eigentlich hoch die Nase vorne haben, denke ich. Auf jeden Fall hat der Gegner keine Chance gegen uns, weil die Walle kann jetzt erstmal wieder meine Schläge sammeln. Um natürlich mit unserem legendären Amphibien-Dino dann natürlich richtig Action zu machen. So, dann blocken wir zwei und nehmen vier mit in die nächste Runde. Der Carnoraptor ist unser Gegner. Dann können wir gleich mal rufgehen. Entweder nehmen wir den oder wir wechseln nochmal unseren Dino, der hat 600. Von daher würde ich sagen, greifen wir mit dem einfach an. 7 Schläge haben wir. Gehen mit alle drauf, was wir haben und holen uns damit den Sieg. Der blockt nicht ein, hat die alle mit in die nächste Runde genommen. Von daher haben wir den Sieg in der Tasche. Der dritte Kampf ist Geschichte. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was wir als letztes hier für einen Gegner bekommen, beziehungsweise was für Dinos im Final Fight auf uns warten. Da bin ich natürlich gespannt. Checken wir natürlich auch gleich mal ab, was geht hier. Oha, hier haben wir drei Derbe. Da wäre eigentlich Pflanze. Zack. Und Amphibien wäre gut. Das ist natürlich die Frage. Wollen wir das einfach mal mit den dreien hier ausprobieren? Können wir einfach mal probieren? Was sagt ihr? Sagt er ja oder nee? Ich probiere einfach aus, gucken, ob wir packen. Das wäre natürlich richtig mega krass, wenn da was bei rumkommt. Aber versprechen kann ich natürlich nichts. So, den ersten Schlag nehmen wir mit in die nächste Runde. Der Gegner, was macht der? Greift da an. Nö, der wechselt erstmal seinen Dino. Hat jetzt einen Fleischfresser hier am Start. Machen wir das erstmal so. Und nehmen zwei Schläge mit in die nächste Runde. Gucken, was der Gegner macht. Greift er an mit drei Schläge oder lässt das sein? Er wechselt sein Dino. Wenn er jetzt angreift, ist er natürlich mega mies. Nö, macht er nicht. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, werden wir erstmal eben blocken. Nehmen vier mit in die nächste Runde. Machen wir das einfach mal so. Was? Dann würde ich natürlich sagen, wir machen mal noch was ganz anderes. Wir wechseln mal unseren Dino. Blocken Dreier und nehmen Vierer mit in die nächste Runde, weil den nehme ich jetzt einfach mal als Dummy. Wenn der auf der Mütze kriegt, ist es mir egal. So, 8 Schläge hat er. Ich denke mal, der geht jetzt so bald mal ruf. Mit 6 geht er ruf. Dreier können wir blocken. Insgesamt hat er jetzt noch 2 Schläge am Start. Gut, okay, die wird er blocken. Auf alle Fälle. 1, 2, 3, 4. Dann würde ich sagen, wären wir 1, 2 blocken und nehmen 2 mit in die nächste Runde. So, dann knüppeln wir den auf alle Fälle erstmal weg. Jetzt müssen wir warten, gucken, was der Gegner macht, ob er angreift oder ob er lässt, ist natürlich die Frage. Wenn er mit 2 angreift, dann wäre für uns eigentlich optimal. Das macht er aber natürlich nicht. Gut, okay. So, Heuk, 4 Ruf und nehmen 2 mit in die nächste Runde. Er blockt ihn, von daher knüppeln wir den Carnoraptor auch gleich mal auseinander und haben jetzt auf jeden Fall extrem die Nase vorne. Der Zyangopterus ist unser letzter Gegner. Er hat 7 Schläge, wir haben 2 Blocker. Von daher 2 in der nächste Runde. Von daher haben wir 6 Schläge. Ihn kann er noch blocken. Wir kommen mit 5 durch und holen uns damit auch auf jeden Fall gleich den Sieg. So, dann würde ich sagen, gehen wir aufs Ganze, hauen alle 6 Schläge Ruf und lassen uns einfach mal überraschen, was hier am Ende für uns bei rausspringt. Da bin ich natürlich gespannt. Wir kriegen ja jetzt ein Paket. Und da werden wir auf jeden Fall gucken, was es da so gibt. Auf jeden Fall 4 Kämpfe in eben Let's Plays. Auf jeden Fall megamäßig gut. Ging auf jeden Fall ratzi fazzi. Hat sich auf jeden Fall gelohnt für uns. So, was gibt es? Ein extrem seltenes Paket haben wir hier. Sorry, aber einen Screenshot muss ich immer mal machen. Das finde ich eigentlich immer nice, um
naja, wie soll ich sagen, um ein paar Erinnerungen festzuhalten. So, da haben wir einen Cyanopterus, den können wir natürlich auch super gut gebrauchen. Da können wir auch gleich nochmal gucken, irgendwo hier haben wir den nämlich schon mal. Alanka, Kolo, Dingsbums. Ne, den haben wir glaube ich woanders, hier oben irgendwo. Da haben wir einen auf 10. Jetzt kriegen wir ihn gleich nochmal mit dazu und können den natürlich auch gleich mal ausbrüten. Und anschließend können wir den dann auch irgendwann... aktivieren wir erstmal. Anschließend können wir den dann auch irgendwann evolutionieren. Von daher sieht es auf jeden Fall mega gut aus. Hier haben wir Monster der Untiefen. Da sieht es auch gut aus. Da brauchen wir nur noch einen Kampf. Hier sieht es auch relativ gut aus. Da sind wir auf Platz Nummer 17 in der Räuberliga. Von daher kann ich mich nicht beschweren. Gut, wie gesagt, für heute sind wir erstmal wieder durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.